So, wir haben jetzt hier zwei Felder. Rechts das Grüne, das ist Fuchsschwanz. Und links das Grüne auf dem Acker, was da so ein bisschen ist, das ist Weizen. Ausfallweizen. Der linke Acker wird standardmäßig gepflügt. Also Früchte sind hier, Rüben sind hier nicht auf diesen Feldern, aber Mais, Weizen, Gerste, Raps. Und auf dem rechten Acker wird seit Jahrzehnten nicht gepflügt. Da wird also der Grubber eingesetzt. Tief mulchen. Ja, das Ergebnis ist eindeutig. Rechts ist Fuchsschwanz ganz massiv, links nicht. Jetzt hörte ich letztens von einem Betrieb, der sagt, ja, sie wäre so eine Bewirtschaftungsgemeinschaft, die bewirtschaften 1000 Hektar. Und er sagt, wir haben die Zeit nicht zum Pflügen. Ja gut, das ist die Herangehensweise von der Richtung. Wie viel muss ich schaffen? Wie kriege ich das hin mit wenig Leuten, wenig Maschinen? Für den einzelnen Acker ist das natürlich egal. Also ob der Acker hier links oder der rechts jetzt zu einem Betrieb mit 10, 100 oder 1000 Hektar gehört, ist ja völlig Wumpe. Fakt ist, die Probleme hier rechts mit dem Fuchsschwanz sind ja praktisch unlösbar. Links geht normaler Ackerbau weiter. Und das Argument, ich habe die Zeit nicht, hat mir auch schon jemand gesagt, der 100 Hektar bewirtschaftet. Also das ist auch mehr eine Frage des Wollens. Also der Betrieb hier, der den Acker hier links bewirtschaftet, der hat sehr, sehr viel Fläche. Aber pflügt trotzdem. Es gibt ja auch große Pflüge und große Trecker. Also das ist ja eigentlich gar nicht mehr das Problem. Es ist ja heute nicht mit 4 oder 5 Schar-Schluss. Man kann ja auch 7, 8, 9, 10 Schar, was weiß ich, wie viel dahinter hängen. Das geht ja alles. Man muss sich nur fragen, ob man dies hier rechts, da wo der Hase läuft, akzeptieren möchte. So viel Fuchsschwanz, der den Ackerbau erkennbar in Kürze unmöglich macht. Das ist jetzt auch nicht die Lösung. Also ganz klar, links ist regelmäßig gepflügt, habe ich gesagt, da ist kein Fuchsschwanz, rechts ist regelmäßig gegrubbert, tief gegrubbert, Fuchsschwanz ohne Ende. Ja, dies, was wir jetzt hier sehen, sind so Erkenntnisse, die man gewinnen kann, wenn man aufmerksam sich alles ansieht in der Umgebung. Das ist ja besser als jeder Parzellenversuch, ist ja ganz eindeutig hier. Und eben auch schon über 20 Jahre läuft das hier, also Dauerversuch im Grunde, Bodenbearbeitung. Höchst eindrucksvoll. Aber ich vermute, die meisten fahren an sowas vorbei und sehen das gar nicht. Dabei ist das doch wichtig, denn solche Versuche gibt es überall in der Gegend. Der eine arbeitet so, der andere so, und man muss eben die Ergebnisse auch beobachten.